Kampf um die Macht neu angeheizt. Nicht mehr nur Parteichefin Kramp-Karrenbauer, sondern auch die Bundeskanzlerin wird offen attackiert. Am heftigsten von Friedrich Merz, einem der möglichen Kanzlerkandidaten der CDU. Merz bezeichnet im ZDF die Arbeit der GroKo als grottenschlecht. Der Kanzlerin wirft er mangelnde Führung und Untätigkeit vor. Die CDU hat in diesem Jahr massiv Wähler verloren, etwa bei der Europawahl oder bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen und gerade auch in Thüringen. Hier minus 11,7 Prozentpunkte. Wie es in der Partei gärt, zeigt Mathis Feldhoff. Friedrich Merz und das Erscheinungsbild der Großen Koalition. Ein Streitpunkt in der CDU ist, wie man auf die schwierige Regierungsbildung in Thüringen reagiert. Mike Moring, CDU-Spitzenkandidat dort, hatte gestern eine Zusammenarbeit mit der Linken von Ministerpräsident Ramelow ins Gespräch gebracht. Heute ruderte er zurück. Eine Koalition mit der Linken schließt er aus. Ebenso eine Duldung einer neuen rot-rot-grünen Regierung. Persönlich reden mit dem Ministerpräsidenten wird er aber schon. Wir schauen auf das Pulverfass Syrien und die türkische Offensive im Norden des Landes. Jetzt berichten Aktivisten, dass es Kämpfe zwischen mit der Türkei verbündeten Milizen und den Truppen von Syriens Machthaber Assad gegeben habe. Außerdem ist Jörg Brase ist für uns an der türkisch-syrischen Grenze. Jörg, wie ist die Situation jetzt, nachdem die Waffenruhe ausgelaufen ist? Also Informationen aus der Türkei. Jörg Brase. Das Nachbarland von Syrien, der Libanon, steckt seit langem in einer tiefen Wirtschaftskrise. Seit zwei Wochen protestieren dort Zehntausende Menschen, unter anderem gegen Korruption und die jahrzehntelange Misswirtschaft der Regierung. Nun zog Ministerpräsident Hariri die Reißleine und kündigte seinen Rücktritt an. Aus dem Libanon berichtet Axel Storm. Seit fast sechs Jahren herrscht Krieg in der Ostukraine. Pro-russische Kämpfer wollen die Abspaltung eines Gebietes im Osten erzwingen. Jetzt vielleicht ein Schritt hin zu einer friedlichen Lösung. Großer Schreck heute Morgen beim Digitalgipfel in Dortmund. Beim Verlassen der Bühne stolperte Wirtschaftsminister Altmaier und stürzte. Die Veranstaltung wurde unterbrochen, der 61-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Er twitterte aber schon wieder, außer Prellungen und Platzwunden offenbar nichts Ernstes. Eigentlich wollte Peter Altmaier in Dortmund über den Umgang mit einem der wichtigsten Rohstoffe unserer Zeit sprechen, Daten. Denn immer mehr europäische Unternehmen speichern ihre Daten in sogenannten virtuellen Wolken, sprich einem Netzwerk aus fremden Servern. Dort werden Speicherplatz und Rechenleistung bereitgestellt. Doch amerikanische Internetriesen wie Amazon, Microsoft oder Google dominieren den Markt. Europas Antwort: eine eigene Cloud namens Gaia X. Dominik Müller-Russell. Ungläubiges Kopfschütteln löst jedes Jahr das Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler aus. Es listet rund 100 Beispiele auf, wie Steuergelder vom Staat sinnlos verschwendet werden. So zum Beispiel noch ein Blick nach Kalifornien. Dort fressen sich die verheerenden Waldbrände immer weiter. Seit Tagen riskieren Das war's von mir. Dankeschön. Noch was Erfreuliches zum Schluss. Morgen wird es fast überall sonnig. Am späten Nachmittag regnet es auch an den Alpen nicht mehr. Die Details hat gleich Gunther Thiersch. Wir empfehlen das Heute-Journal um 9:45. Darin spricht Marietta Slomka mit dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther von der CDU. Das war's von uns. Machen Sie sich noch einen schönen Abend. Danke für Ihr Interesse und bis morgen, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen.